Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Weiter geht's hier auf unserem kleinen Bauernhof. Und wie immer beginnen wir erstmal den Tag damit, die Pflanzen zu gießen. Schön hier eine Reihe nach der anderen. Und wir brauchen unbedingt unsere Sprenkelanlagen. Und was wir noch gleich bauen, ist erstmal eine Vogelscheuche. So eine Vogelscheuche ist nämlich verdammt wichtig, damit die Scheißraben unsere Pflanzen nicht essen. Wofür wir gut Geld ausgeben. So. Was brauchen wir denn für eine Vogelscheuche? Holz, Kohle, Fasern. Eine Kohle. Holen wir uns mal zwei. Fasern und das Holz. Was? Noch mehr Fasern? Uns fehlen Fasern. Ah ne, Pflanzenkiste. Tada! Zack, zwei Vogelscheuchen. Die stellen wir jetzt erstmal hier hin. Und hier hin. So, dich hacken wir noch mal. So, das kommt natürlich auch in die Pflanzenkiste. Zack, 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 zack. So, jetzt habe ich wieder vergessen, den Timer zu setzen. Aber wir machen schon mal auf den Weg in die... wie heißt es hier? Schlucht. Ach, in die Mine. Oder wobei ist nicht das Fest? 100 Gold. Um 14 Uhr war doch irgendein Fest, oder? Wir gucken mal in der Stadt. Oh, hier noch eine schöne Narzisse. Die nehmen wir natürlich mit. Oh, das Eierfest hat gewonnen. Ja, guck mal. Guten Tag. Hier können wir auch alle kennenlernen. Der Shane. Erdbeeren. Können wir kaufen. Maru, die Penny, Chance und Vincent. Kurz hier mal alle ansprechen. Denn noch nicht. Wir fangen gleich mit dem Fest an. So, jetzt gehen wir hier nach unten. Ah, mit denen haben wir, glaube ich, schon gesprochen, ne? Ja. Was ist das hier für ein Emo-Guy? Die Abigail, der Sam. Hier ist die Pam. Hatten wir dich schon? Ui, der will gar nicht mit uns sprechen. Der Clint. Ah ne, die Pam hatten wir schon. Der Willy. Willy darf nicht weglaufen. Guten Tag. Die Caroline. Ach, das Robin. Und Marlon. Okay, wir starten einfach mal das Fest. Ja, wir können anfangen. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten. Die jährliche Frühlingseiersuche. Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier findet und den Preis abstauben wollt. Okay, es gibt einen Preis. Ja, wir sind alle bereit. Nun denn, seid ihr alle bereit? Ja, sind wir. Lasst die Eiersuche beginnen. Oh, geht direkt los. Oh, da oben ist ein Ei. Oh, da kommen wir gar nicht entlang. GG. Weg da.
Das sind alles meine Eier. Da gibt es halt drei Eier, ne? Ist aber ein langer Weg. Ne, gibt es nicht mal drei Eier, gibt es nur zwei Eier. Betrug, Betrug. Ey, das ist die Zeit. 5 Eier, 16 Sekunden noch. Komm, ich möchte aber gewinnen, ich möchte gewinnen, ich möchte gewinnen. Dort gibt es noch ein Ei. Dort gibt es auch ein Ei. Eieiei. Ei, ei. GG. Oh nein, ey, wir haben ja richtig reingekackt, ey. Ja, das haben wir auf jeden Fall nicht gewonnen. Leider nicht. Und wer hat gewonnen? Abigail, Mist. Jetzt hat die was gekriegt. Schade, 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 schade. Oh, schon so spät. Aber wir sind noch voller Energie, deswegen. Aber wobei, ist echt schon spät. Lass einfach schlafen gehen. Ne, gute Nacht, Tönchen. Ja. Wir gehen schlafen. 37 Gold nehmen wir mit. Tag 14. Ja, 1. Immer noch. Guten Tag, Anrüdiger. Wie geht es dir, mein Schatz? Ich vermisse dich zu sehr, seit du weggezogen bist. Ich hoffe, dein Landleben ist genauso, wie du es dir vorher erhofft hast. Alles Liebe, Mama. Danke für die Kekse. So, jetzt machen wir das Feld nochmal hier richtig. Du, du, du. Wir hätten jetzt wieder 1000 Gold, ne? Damit könnten wir eigentlich wieder ein paar Pflanzen kaufen. Haben wir eigentlich schon den Ofen gebaut? Nee, ne? Das machen wir gleich mal. Ich meine, wir hätten die Materialien alle zusammen. So. Dann schauen wir mal nach dem Ofen. Zack. Und was brauchen wir noch? Holz, ne? Oder nee? Steine? Ich weiß es nicht mehr. Ich schaue noch. Ja, Stein. Und zack. Bauen wir erstmal den Ofen. Den stellen wir erstmal hier hin. Jetzt brauchen wir noch Kohle. Und zack. 5 kostet 1. Okay. Nee, hier. Du kommst mal raus. Genauso wie du. Nee, nicht 1. So. Hier kommen jetzt so Baumaterialien rein. So, die Angel brauchen wir auch nicht. Der Keks. Den Keks verkaufen wir einfach. Auch wenn die Mutti den gebacken hat, aber den brauchen wir nicht. Oh ja. Nee. Hofbau aktualisiert. Können wir jetzt neues Zeug machen? Nee. Aber wir brauchen noch einen Eisenbarren. Deswegen gehen wir jetzt wieder in die Mine. Oder ein besseres Werkzeug brauchen wir auch noch, ne? Eieieiei. Wir gehen auf jeden Fall jetzt in die Mine. Schön hier wieder unseren Weg entlang spazieren. So, wie viele Leute haben wir jetzt eigentlich kennengelernt? 16 von 28. Oh Gott, oh Gott. Das nehmen wir auch mit. Das könnten wir eigentlich. Bringt das Energie? 40 Energie. Jo, rein damit. Zack. Und weg mit dir.
Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Komm, bam, bam, bam. Alles weg hier. Oh, guck mal, hier ist schon die Leiter in die nächste Ebene. Oh. Oh Mist, jetzt haben wir Schaden bekommen. Ah. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nächste Ebene. Zack. Wir können damit einen starken Angriff machen. Oh, hier ist Kupfer, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Weg mit dir. Da ist nichts drin. Hier ist noch mehr Kupfer. Oh nein, oh nein, nein. Ui, gerade noch so überlebt. Und das Kupfer nehmen wir natürlich auch mit. Und da ist noch so eine wunderbare Kiste. Und da sind Steine drin. Na toll, jetzt müssen wir wieder nach der Leiter suchen. Wie immer. Nehmen wir erstmal die Steine, die nur einen Schlag brauchen. Da ist die Leiter. Na komm. Oh ja, Glück gehabt. Nee, da geht's nicht weiter. Guten Tag. Jetzt müssen wir doch hier so einen Felsen bekommen. Naja. Das sieht alles nur unnötig Energie. Oh, da konnten wir auch so durch. Na gut, das war's. Dann gehen wir jetzt mal die Leiter runter. Da ist sie. Und Ebene 8. Zack, ganze Quarz hier. Bam. Oh, was bist du denn? Ein gelber Slime? Ey, der hält ja viel aus. Ein Schnitzmesser haben wir bekommen. Eins bis drei Schaden, das brauchen wir echt nicht. Aber das hier brauchen wir. Und da ist die Leiter. Und ist hier noch was? Nein. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Dann gehen wir ganz entspannt hier zurück. Oh, wir haben die Spitzhacke ausgerüstet, aber das ist auch egal. Oh, da ist direkt die nächste Leiter. Eine grüne Alge haben wir bekommen. Und hier ist wieder Stuff, den wir gebrauchen können. So, du kommst weg. Das ist Kupfer, das nehmen wir mit. Und den Slime töten wir auch noch. So, Quarz nehmen wir mit. Das war's. Mehr gibt's hier nicht. Oh ja, Stufe 10. Und was kriegen wir? Lederschuhe. Du erhältst Lederschuhe. Was bringen die? Eine plus 1 Verteidigung und Immunität. Ziehen wir an. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Oh, hier ist dunkel. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh Gott. Was sind das denn hier für Käfer? Nice. Ein blaues Schleim. Weg mit dir. Okay, dann... Oh, es ist ja ein Gegner.
Nee, noch mehr gibt's hier nicht. Laufen wir mal über den Sand. Weil die können auch eine Leiter droppen. Eine Treppe, meine ich. Eine Kirschbombe. Sag mal, wo ist jetzt eigentlich die Leiter? Hallo? Gibt's hier keine Leiter? Ey, das darf doch nicht wahr sein. Ne, hier gibt es keine Leiter. Das ist frech. Dann gehen wir wieder nach draußen. Oder gibt's hier? Ne. Ich dachte, da wäre ein Stein. Dann verlassen wir die Mine und gehen wieder zurück. Also, haben wir irgendwas für Rüdiger, sage ich schon, hier für Gunther? Nee, gar nichts. Alles nur für uns. Na gut. Das ist Robin. Dann hat Robin jetzt auch Feierabend um 17 Uhr. Gut, dann laufen wir erstmal zurück zu unserer Farm. So. Da ist unser Hund. Guten Tag. So, wir haben eine Kohle gefunden. So, das bringen wir da rein, das da rein, das da rein. Grünalge machen wir auch mal da rein. Hier spawnen wir da rein. Das wird verkauft. Die Steine kommen da rein. Brauchen noch eine Monsterkiste. Warte mal, da machen wir eine. Kiste, Kiste, Kiste. So, die stellen wir nämlich dann hier hin. Die färben wir auch schwarz. Damit wir Bescheid wissen, was für Monster ist. So, das haben wir alles von Monstern bekommen. Gut, dann packen wir das hier rein. Ne, das ist eine Waffenkiste. Die machen wir woanders hin. Aber das ist so der Stuff, den wir vom Monster kriegen. Das ist Pflanzen, Materialien. Ja, so eine Wertkiste machen wir noch. Also brauchen wir noch eine Kiste für Wertsachen. Die ist natürlich dann gelb. Dann brauchen wir noch eine. Ups. Eine Kiste für Baumaterialien, die machen wir mal grau. Na, wobei, die machen wir mal blaues Wasser, grün. Ne, haben wir schon. Dann machen wir die rot. So, Baumaterialien, Wertsachen, 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 Wertsachen. Das ist irgendwie so Kram. So. Das ist eine Wertsache, das ist eine Wertsache, das. Das, das und das. Baumaterialien. Die kommt einfach zu Kram mit rein. So. Dann kommt das Harz hier rein. Und das Messer können wir nicht verkaufen. Dann kommst du mit in Kram rein. Gießkanne auffüllen. Dann den Barren hier noch nehmen. Den in die Wertsachenkiste bringen und dann können wir, glaube ich, auch schlafen gehen, ne? Ja. Okay, wir haben einen robusten Ring freigeschaltet zum Craften. 140 Dollar an Keks. Krass. Gut. Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.